Schaff dir, Bubi. Die Herausforderung, das Klettergerüst. Rasenmäherroboter versus Klettergerüst. Schafft er das? Das ist ein Rasenmäherroboter mit Begrenzungsdraht. Da habe ich aber nur außen und um dran gelegt und sonst nichts. Schafft das oder schafft das nicht? Ich habe vor kurzem den Rasenmäherroboter mit den schiergelten Vorderreifen zum Testen da gehabt. Das Video ist so lala angekommen, aber seitdem scheißen mir die Hersteller mit Rasenmäherroboter zu. Ich soll die alle testen. Und wisst ihr was? Eigentlich ist er ganz lustig. Also haue ich einen Test nach dem anderen aus. Angekommen ist der Niomo S in diesem Karton. Der beinhaltet einmal die Ladeschale, die dazugehörigen Kabel, das Begrenzungskabel, Reparaturset, Ersatzklingen, die Schnellstartanleitung, den Mäher selbst und jede Menge Haken zum Verlegen des Begrenzungskabels. Was ich sehr gut finde, sind diese Standardklingen, die dabei sind. Auch weitere zwei Sätze sind hier mitgeliefert, weil die einfach nicht viel kosten. Es gibt spezielle Messer, die unwahrscheinlich teuer sind. Finde ich bei einem Rasenmäherroboter sehr, sehr uncool. Das finde ich ist eine praktische Lösung. Ich bin einmal gespannt, diese Verzahnung bei dem Antriebsreifen, wie viel Grip das die dann bieten. Da hier vorne sind die Ladeanschlüsse. Da muss ich sie dann selbstständig aufspießen zum Laden. Sehr komfortabel finde ich die Verstellmöglichkeit für die Schnitthöhe von 55 mm bis 20 mm. Auch innen liegend im Deckel der QR-Code für die App und das Passwort. 20 bis 30 cm entfernt. Und der Abstand zum nächsten ca. 80 cm. Haben wir einen richtigen Hammer? Das Begrenzungskabel ziehen und verlegen macht mir überhaupt nichts aus. Jetzt habe ich die zwei Adern vertauscht. Da steht vorne F für vorne. Da muss die Ader hin, die wo so nach vorne geht. Und das B, Back, so wo es nach hinten rausgeht. Habe ich vertauscht und darum hat er kein Signal gefunden. Und ist der Roboter da drüber gefahren. Jetzt ist die ganze Bedienung dran. Die ganze Bedienung. Talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. Er macht, was er soll. Er mäht den Rasen. Wie ich vorhin erklärt habe, den Rand. Den Rand an der Hecke macht er super, super gut, weil ich mit dem Draht sehr nah
an den Rand gegangen bin. Das Gleiche könnte ich natürlich an der Mauer, konnte ich nicht machen. Ich hab's gemeint, es ist gut, da reichen aber die 25 cm nicht, da muss man eher 35 cm entfernt das Ganze machen. Ansonsten zieht er seine Bahnen relativ zuverlässig. Diese Herausforderung hat er mehr oder weniger gut gemeistert. Er fährt da durch, er probiert das. Wenn er sich aber einmal irgendwie richtig verfranzt hat, dann sägt er sich nicht mehr aus, dann muss er rausfahren und trotz GPS sucht er aber dann einen Begrenzungsdraht und erst dann kann er sich neu orientieren und kann wieder neu beginnen. Durch das Bahnen ziehen und nicht kreuz und quer fahren, ist er sehr, sehr flott. Ich finde ihn auch sehr leise, absolut leise. Ich habe andere Geräte da gehabt, die waren weit lauter. Ich sage zwar, seine Videos müssen ehrlich sein. Ich habe am Anfang die Draht doch vertauscht, dann hat das nicht hingehauen. Irgendwann habe ich es dann hingebracht, zwei, drei Mal umeinander gedreht, habe aber nicht mehr aufgepasst, dass vorne dran das Bedienungsheftel liegt, Bedienungsanleitung. Da hat er Hackfleisch gemacht draus. Jetzt liegt es da drüben. Angeblich hat er ja eine Regenerkennung und ist IP5X5 Spritzwasser geschützt auf alle Fälle. Das IPX5 bedeutet auch, dass man unten einfach mit dem Wasserschlauch ausspritzen kann. Das ist geil. Ich habe ja am Anfang ja dieses Klettergerüst, Kindergestell als Herausforderung gegeben. Da muss ich dazu sagen, außen ist der Begrenzungsdraht einmal daran vorbeigeführt. Die Dinger, da habe ich einfach gar nichts gemacht. Da muss ich dazu sagen, er stellt sich gar nicht so dumm an. Aber wenn er sich in der Mitte einmal irgendwo verfahren hat, dann hat er plötzlich irgendwie einen Faden verloren. Dann muss er vor mir da abbrechen und muss irgendwo hinfahren, bis er den Begrenzungsdraht wieder findet. Da kann er sich dann neu orientieren und dann geht er wieder, dann legt er wieder neu los. Circa 300 Quadratmeter Garten soll das Ding machen können mit einer Akkufüllung für ein Gerät um die 900 Euro. Gar nicht einmal schlecht. Auch der Funktionsumfang mit der Handy-App per WLAN steuerbar. Dadurch auch updatefähig, was auch immer man da updaten will und soll. Spritzwasser geschützt, also die kompakte Bauweise, dass die Ersatzmesser, ihr Klinge dabei sind. Durch das GPS kann er unterbrochene Mähvorgänge nach einem neuen Ladevorgang wieder neu starten. Man kann Kategorien einstellen, wenn er einen Bereich mäht, zum zweiten ohne Mähen fährt und am zweiten wieder weitermäht zum Beispiel. Super Anleitung, wenn man es nicht gerade schreddert. 150 Meter Begrenzungsdraht, jede Menge sichere Nägel. Also das ist auf alle Fälle ausreichend. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch bitte meinen Kanal oder gib mir wenigstens einen Daumen nach oben. Demnächst kommen noch 1, 2 bis 37 sichere Rasenmäher-Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus bitte.